Ja, servus Leute, ich bin's wieder, euer JB und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute mal wieder ein Video zur FIFA 14 Demo. Ja, heute mal mein erster Einblick, meine erste Meinung zum Spiel. Man muss dazu sagen, es ist ja wie gesagt nur eine Demo, es ist noch nicht die offizielle Version, deswegen kann daran noch einiges geändert werden. Aber trotzdem möchte ich mal ein paar Worte verlieren. Wegen was zum Gameplay. Ich spiele hier mit Manchester City gegen Barcelona. Halbzeitlänge sind 3 Minuten und ich zeige euch nur die erste Halbzeit, weil in der zweiten nichts passiert ist. In der ersten fällt sogar ein Tor und ja, diente eigentlich nur zur Unterhaltung, das Game im Hintergrund. Auf jeden Fall, ich habe es mir am Dienstag runtergeladen, habe es dann gleich mal gespielt und muss sagen, erstmal Respekt. Denn EA hat das komplette Menü bearbeitet. Ich habe schon bei manchen Videos gesehen auf YouTube und muss sagen, das neue Menü gefällt mir richtig gut. Man hat oben so ein paar Reiter. Und da kann man dann durchswitchen und bei den einzelnen Reitern gibt es dann die Möglichkeit, ja, verschiedene Sachen auszuwählen. Auch das Ingame-Menü haben sie hier geändert, wie man gerade sieht. Hier ändere ich gerade noch meine Kamera. Das stelle ich immer auf Tele und den Kamerazoom immer auf 0, damit ich das Spiel von oben beobachten kann, also ein bisschen mehr sehe. Auf jeden Fall, das haben sie auch alles bearbeitet, finde ich richtig geil. Die Grafik, ja, was soll man zur Grafik sagen? Der PC wurde ja wieder vernachlässigt, weil es die neue Engine ja nur für die Konsole gibt. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Grafik richtig gelungen. Sie ist zwar jetzt nicht viel besser als die von FIFA 13, aber ich habe schon den Eindruck, dass es ein bisschen besser geworden ist. Also mir gefällt es auf jeden Fall ganz gut. Was kann ich noch dazu sagen? Ja, was natürlich erneuert wurde, die Schusstechnik, dann, dass die Spieler jetzt etwas intelligenter sind, also das heißt schon in den freien Raum laufen, besser verteidigen, man kann jetzt auch mit L2 den Ball abschirmen. Und ja, auf jeden Fall die neue Schusstechnik gefällt mir gut, weil es hat so eine Ähnlichkeit wie in FIFA 12, wo man den Ball so richtig andrehen kann. Beziehungsweise die Flugbahn ist jetzt auch etwas, ja, unberechenbarer, was natürlich zum Vorteil sein kann, aber auch zum Nachteil. Aber wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall richtig geil, egal ob jetzt hier im normalen Spiel oder bei Ultimate Team. Dann das mit dem Abschirmen vom Ball habe ich bis jetzt kaum genutzt, deswegen kann ich zu wenig sagen. Und was habe ich gerade noch gesagt, was wurde noch geändert? Genau das Spielverhalten von eigenen Spielern, dass sie intelligenter sind. Das stimmt auf jeden Fall, aber mir kommt es auf jeden Fall so vor, dass sie ja einfach viel zu schnell reagieren teilweise. Also man hat nicht so die Möglichkeit, so schnell zu spielen, oder manchmal sieht man es erst eine Sekunde zu spät und dann ist es schon meistens abseits. Also so ist es bei mir. Vielleicht braucht man auch ein bisschen Gefühl dafür. Auf jeden Fall, ich habe jedes Spiel mindestens 4, 5 Abseits-Szenen, was schon richtig krass ist. Aber ich denke mal, wenn man dafür das Gefühl hat, dann ja, kann man das auf jeden Fall besser abstimmen. Aber auf jeden Fall ein gelungener Punkt, muss man auf jeden Fall sagen. Dann noch ein bisschen was zur Demo. Man hat ja diesmal den Ultimate Team Bereich hinzugefügt. Davor konnte man ja nur, ja, ein paar Mannschaften testen. Hier gibt es auch eine riesengroße Auswahl. Gut, riesengroß nicht, aber schon eine recht große Auswahl an Mannschaften. Wie zum Beispiel Dortmund, Barcelona, PSG, Boca Juniors und so weiter und so fort. Manchester City zum Beispiel auch noch. Also halt, ja, eigentlich so ein paar gute Teams und ein paar schlechte. Auf jeden Fall, ja, Ultimate Team kann man auch spielen. Und man bekommt da immer so ein, ja, zufälliges Team. Glaube ich, 3, 4 verschiedene Teams. Also da kann man nicht alle Spieler testen. Aber es gibt zum Beispiel ein Team mit Neymar, Messi, es gibt einen Ibrahimovic. Und ich muss sagen, Ultimate Team ist richtig geil. Also ich freue mich auf jeden Fall schon. Vor allem, es gibt da viele Neuerungen. Zum Beispiel das mit den Taktiken. Dass es da mehr Möglichkeiten gibt, dann dass die Spieler keine Formationskarten mehr haben. Das heißt, man spart einiges an Ausgaben, aber hat natürlich auch wieder einen Punkt, weniger irgendwie Geld oder Coins zu machen. Auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall auf den Ultimate Team Bereich, werde da auch eine Serie starten. Und ich werde auch versuchen, jetzt mal bei FIFA 14 etwas regelmäßiger FIFA-Videos zu bringen. Und ja, auf jeden Fall, ich sag mal, FIFA 14 wird gut, also ich gehe davon aus, die Demo hat mir sehr gut gefallen. Ich werde bestimmt noch einige Stunden daran verbringen und kann schon gar nicht mehr abwarten bis zum Release. Aber dauert ja jetzt auch nicht allzu lange, etwas weniger als 2 Wochen. Und ja, jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Demo bis jetzt so findet. Ja, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet und was ihr zu den Neuerungen sagt. Sagt ihr, die haben sie gut umgesetzt oder sagt ihr, die sind irgendwie nicht so gut? Also, das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, ja, gibt es dazu jetzt mal nichts zu sagen. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Videos machen in der Demo. Zum Beispiel morgen kommt ein Demo über Ultimate Team. Da werde ich dann euch mal zeigen, was ich davon halte und wie ich das so spiele und was ich gut finde und was eher weniger.
Und ansonsten, ja, einfach bis zum Release warten, dann werden auf jeden Fall noch mehr FIFA-Videos folgen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen, auch wenn es nur eine Halbzeit gab. Ich habe hier 1-0 gewonnen am Ende auch, also so ist das Spiel ausgegangen. Und würde mich über eine positive Bewertung freuen. Und sag's wie immer, Servus, bis zum nächsten Mal, euer Chibi.